Wir freuen uns sehr, dass trotz dieses sehr schwer berechenbaren und auch nicht direkt warmen Wetters doch so viele von Ihnen, so viele von euch den Weg gefunden haben, nach der Feier in der Gedenkstätte auch noch hier zu unserer kleinen Gedenkfeier in Gebertshausen zum 74. Jahrestag der Befreiung, deren Rahmen wir der hier ermordeten ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen gedenken wollen. Ich begrüße euch alle sehr herzlich. Besonders freut es mich, begrüßen zu dürfen Jean-Michel Thomas, General Jean-Michel Thomas, den Präsidenten des CID, des Internationalen Dachau-Komitees, und andere Mitglieder des CID. Außerdem darf ich ganz herzlich begrüßen den Landrat von Oświęcim in Polen, Herrn Niedziela, der auch den Weg hierher zu dieser Feier gefunden hat, nachdem er schon in der Gedenkstätte mit teilgenommen hat. Und euch alle natürlich besonders herzlich aus all den Umfeldern, politischen, religiösen und sonstigen, aus denen ihr kommt und die ihr Jahr für Jahr immer wieder damit mit dafür sorgt, dass dieser Friedensweg eine würdige Gedenkfeier ist und bleibt. Bevor wir jetzt mit dem Referat von Ernst Grube beginnen, möchte ich in diesem Zusammenhang noch eine kurze Ansage machen. Im Namen der Gedenkstätte, Frau Dr. Hartmann hat mir das heute noch mitgeteilt und ich soll und will Sie alle gerne darauf hinweisen. Am 22. Juni werden hier in Gebertshausen neue Namensmodule eingeweiht und es gibt im Zusammenhang also mit der Ausstellung drei neue Biografien. Es geht ja ständig weiter, viele von euch wissen es, die Namen der hier Ermordeten zu suchen und zum Teil eben auch noch zu finden, damit ihre auch würdig gedacht werden kann und dokumentiert werden kann, woher sie gekommen sind und was ihnen geschehen ist. Und es wird an diesem 22. Juni, wird dann hier auf diesem Gelände stattfinden, eine Feier in diesem Rahmen. Also die drei neuen Biografien sind drei Menschen, die hier ermordet wurden. Einer aus Russland, einer aus Weißrussland und einer aus der Ukraine. Also bitte, wer Zeit hat, soll sich diesen Termin vormerken. Es ist wichtig und man sieht daran auch, also wie ernst genommen in der Gedenkstätte ist also auch dieser Schießplatz, dieser ehemalige SS-Schießplatz hier was Hausen genommen wird und wie versucht wird, kontinuierlich die Dokumentation weiter zu bearbeiten. So viel zur Einführung. Als erster spricht nun zu uns, die meisten von euch, von Ihnen kennen ihn bestimmt, Ernst Grube, Präsident der Lagergemeinschaft Dachau in der Bundesrepublik Deutschland, Holocaust-Überlebender. Ernst, würdest du bitte nach vorne kommen? Ja, ich begrüße euch alle, ich schließe mich auch den Begrüßungsworten von Ernest an. Er hat mir schon etwas mit dem Hinweis auf die Feier am 22. Juni weggenommen. Ich möchte das nur nochmal vertiefen dahingehend, dass wir hier ja über Jahrzehnte einen Friedensmarsch jedes Jahr gemacht haben und dabei wenig Beachtung von Seiten der Verantwortlichen hier gefunden haben und nun sehr glücklich waren, als vor einigen Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, dieser Ort so eingerichtet wurde, wie wir ihn heute erleben. Und die Erweiterung und die Tatsache, dass neben den drei Biografien auch weiterhin noch 100 Namen neu
hier genannt werden, macht diesen Ort schon auch für unsere Erinnerung, für unsere Erinnerungsarbeit sehr wichtig. Und Freunde, Erinnerung ist ja immer etwas, was wir in der Gegenwart brauchen und was uns in der Gegenwart für unsere Arbeit hilft. Ja, Anrede, ich muss sehen, ob das so stimmt. Ich halte mich möglichst an meinen Text, sonst wird das alles zu lange. Ja. Seit vielen Jahren kommen wir hier in Hebertshausen am ehemaligen Schießplatz der SS zusammen, und der in den Jahren 1941 bis 1942 ermordeten 4.000 bis 5.000 Kriegsgefangenen aus der ehemaligen Sowjetunion zu gedenken. Zwei wichtige Mitstreiter für diese Erinnerung sind vor einigen Wochen gestorben. Jürgen Zaruski und Karl Bonhoeffer, der Neffe von Dietrich Bonhoeffer. Ihr wissensreiches, eindringliches Erinnern fehlt uns. In seiner Rede von 2006 aus KZ Dachau und der Krieg gegen die Sowjetunion sagt der Historiker Jürgen Zaruski, sagte: Auch im Deutschen Reich setzte die nationalsozialistische Führung ihre Vorstellung vom Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion konsequent in die Tat um, indem sie bis zum Sommer 1942 sämtliche des Bolschewismus verdächtigen sowjetischen Kriegsgefangenen ermorden ließ. Der SS-Schießplatz bei Hebertshausen war einer jener Orte, wo dieses Mordprogramm in die Tat umgesetzt wurde. Am 22. Juni 1941 überfielen deutsche Truppen die Sowjetunion. Allein bis zur Kriegswende 1943 in Stalingrad gerieten 5,7 Millionen Rotarmisten in deutsche Gefangenschaft. Bis zum Kriegsende im Mai 1945 kamen insgesamt 3,3 Millionen gefangene Sowjetsoldaten um. Sie wurden als bolschewistische Untermenschen erschossen, vergast, die Wehrmacht ließ sie verhungern und erfrieren. Als sich die Kriegslage änderte, wurden Zehntausende sowjetische Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit in der deutschen Rüstungsindustrie und damit auch in die Konzentrationslager verschleppt. Sie wurden gezwungen, wie zum Beispiel in den bayerischen Motorwerken in Annach-Allach, für die NS-Kriegsmaschinerie zu arbeiten gegen ihr eigenes Land. Anders als die anderen Kriegsgefangenen der Alliierten wurden sie nicht nach den Mindeststandards des Völkerrechts behandelt. Jürgen Zaruski, Zitat: In der rassistischen Pyramide, die einen Kern des NS-Weltbildes ausmachte, waren sie, wie die slawischen Völker generell, ganz weit unten angesiedelt, unter Menschen, die gerade gut genug waren, der deutschen Herrenrasse als Sklave zu dienen. Zitat Ende. Gegen geltendes Völkerrecht hatten Wehrmacht und Gestapo in den süddeutschen Kriegsgefangenenlagern Hammelberg, Nürnberg, Langwasser und Moosburg die Offiziere, kommunistische Funktionäre, Intellektuelle und Juden
zur Ermordung ausgesondert und an die SS übergeben. Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht machte mit den Sonderbestimmungen wie dem Kommissarbefehl, den Bestimmungen zur Behandlung feindlicher sowjetischer Landeseinwohner und dem Kriegsgerichtsbarkeitserlass, der die Ermordung feindlicher Zivilpersonen außer Strafe stellte, den Weg frei für die kaum fassbaren Verbrechen der Wehrmacht. Dieses Mordprogramm war Kernpunkt des rassistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieges. Die Ausbeutung und Versklavung der slawischen Völker waren Ziel der deutschen Lebensraumpolitik, die von Militärs- und Wirtschaftseliten im Generalplan Ost festgelegt worden waren. Dadurch konnte die Wehrmacht zusammen mit Einsatzgruppen und dem Sicherheitsdienst Massenerschießungen wie in Babi Jar, in Kaunas und Minsk durchführen, um nur einige Orte des Massenmordes zu nennen. Die Zahl der Holocaust-ermordeten Menschen, die außerhalb von Vernichtungslagern auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion umgebracht wurden, übersteigt die Zahl der in den Vernichtungslagern Ermordeten. Karl Bonhoeffer in seiner Rede 2017 hier in Webertshausen. Sagen uns Namen wie Cortellisi, Baiki, Dalva dasselbe wie Oradour und Wittitzi? Verbinden wir mit den Namen wie Baranowitschi, Wiasma, Minsk, Molensk die gleichen Vorstellungen wie Dachau, Mauthausen oder Theresienstadt? Allein in Weißrussland wurden 628 Dörfer zusammen mit ihren Einwohnern, Frauen, Kindern und alten Männern vernichtet. Karl Bonhoeffer gab die Frage einer betroffenen Zeugin solcher Verbrechen weiter an uns. Die Frau fragte und sagte: Und nun frage ich Sie, warum haben die Deutschen das getan? Auschwitz, liebe Freundinnen und Freunde, gehöre zur deutschen Identität, hatte einst Bundespräsident Gauck gesagt. Ich ergänze: Dazu gehören auch die Verbrechen des rassistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieges und des Besatzungsterrors. Da schließe ich insbesondere heute Griechenland auch mit ein. Zu wenig kommt das im bundesdeutschen offiziellen Gedenken zum Ausdruck. Noch weniger wurde bisher der Anteil der Sowjetunion bei der Befreiung von Faschismus im Krieg gewürdigt. Die Rote Armee, so hieß es in der Zeitung Grismond, hat die Hauptlast des Krieges getragen. Dieser Sieg, sagen Historiker, war eine welthistorische Leistung zu einem entsetzlichen Preis. Fast 27 Millionen Bürger und Bürgerinnen der Sowjetunion verloren während Krieg und Besatzungsterror erlebt. Und sie erinnern, liebe Freundinnen und Freunde, und gedenken ist zugleich ein Kampf gegen das Vergessen. Und so füge ich hinzu, aufgrund der Reden heute am Appellplatz, nochmal
Unser Erinnern und Gedenken ist zugleich ein Kampf gegen das Vergessen, Relativieren und Ausblenden dieser immensen Verbrechen und der daraus erwachsenen staatlichen und gesellschaftlichen Verantwortung. Die nationalistischen Kräfte profitieren vom Vergessen und von einer Erinnerung ohne Verantwortung. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs der Bedrohung und Aushöhlung von Demokratie, Menschen und Völkerrecht. Man muss uns diese 12 Jahre nicht mehr vorhalten, so Gauland. Sie betreffen unsere Identität heute nicht mehr, so Gauland. Deshalb haben wir auch das Recht, uns nicht nur unser Land, sondern auch unsere Vergangenheit zurückzuholen. Welche Vergangenheit meint ihr denn da? Wir haben das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Bald nach 1945 bestimmte das Feindbild Bolschewismus, der Antikommunismus, wieder die offizielle Politik in der Bundesrepublik. Der Aufbau der Bundeswehr, die Integration in die NATO wurde mit den alten faschistischen Militärs betrieben und mit der Gefahr aus dem Osten begründet. Ich gehe davon aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion heute nicht an diese Verbrechen denken, dass sie eine Wiederholung der in ihrer Geschichte mehrmals stattgefundenen Kriege bis vor die Tore Moskaus nicht befürchten würden. In einer Situation, in der die NATO sich bis an die Grenzen ihres Landes ausgedehnt hat, und die Verantwortlichen der NATO ihr 1990 gegebenes Versprechen, die NATO nicht nach dem Osten zu erweitern, gebrochen haben. Und heute, inzwischen, wurde auch der INF-Vertrag vom Hauptland der NATO, den USA, aufgekündigt. Liebe Freunde und Freundinnen, heute wird oft darauf hingewiesen, dass wir schon über 70 Jahre in Frieden in Europa leben. Doch Deutschland ist heute einer der größten Waffenlieferanten der Welt und befeuert, wie viele große NATO-Staaten, den Krieg, den wir hier noch nicht haben, an anderen Orten. Frieden und Wertegemeinschaft werden beschworen. Die Mittelmeer-Ertrunkenen, zurückgewiesenen Flüchtlinge bezeugen das Gegenteil. Und gegen dem Völkerrecht wird ihnen die Seenotrettung meistens verweigert. Werde nicht das Schaffen von Voraussetzungen für ein friedlichere, gerechtere Welt, die allerhöchste weltpolitische Verantwortung, der sich Deutschland aufgrund seiner Geschichte stellen müsste, wenn wir aufhören, Freundinnen und Freunde, uns gegen diese Verletzung von Menschenrechten und Völkerrecht zu stellen.
wenn wir die Zerstörung von Asylrecht und Flüchtlingsschutz weiter zulassen und uns nicht vehement gegen Aufrüstung und Kriegspolitik, gegen Waffenexporte einsetzen, geben wir die Errungenschaften der Befreiung von Faschismus und Krieg preis. Danke. Vielen Dank, Ernst Grube. Danke, Anthony Spiri. Zu uns spricht jetzt als Vertreterin der Nachgeborenen der jungen Generation Anastasia Latteva aus Russland, Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in der evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Anastasia, bitte. Всегда буду помнить. Das bedeutet auf Russisch, ich erinnere mich und werde mich immer erinnern. Ich komme aus der Perner Stadt Perm. Sie liegt an dem Ural in Russland. Als ich in der Schule ging und auch in meinem Studium, hatte ich nicht nur Interesse an der russischen Geschichte, sondern auch an der Weltgeschichte. Aber wir haben viel zu wenig Informationen über den Holocaust, das faschistische Deutschland und auch über die Konzentrationslager bekommen. Deshalb entschied ich mich, an einem zeitgeschichtlichen Projekt teilzunehmen. Jetzt bin ich Freiwillige bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und arbeite an der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Vor meinem Projekt hier in Dachau habe ich einige Literatur gelesen und Dokumentarfilme gesehen, um mich besser vorzubereiten. Als ich dann zum ersten Mal nach Dachau in die KZ-Gedenkstätte gekommen bin und mit einem Audioguide in russischer Sprache einen Rundgang gemacht habe, konnte ich nicht meine Tränen aufhalten. Jeden Tag finde ich neue Unterlagen und Fakten über das nationalsozialistische System, das nicht nur für das KZ Dachau galt, sondern überall in Deutschland. Es ist nicht einfach für mich, über das schwere Schicksal von Menschen zu lesen, die diese Zeit überlebten und das faschistische System besiegt haben. Ich bewundere ihr Heldentum, ihre Standhaftigkeit und die Hoffnung, diesen Faschismus zu überleben und zu besiegen. Meine Oma hat mir einmal gesagt, dass ich Übersetzerin werde, und ich glaubte ihr nicht. Diese kleine Notiz habe ich in meinem Tagebuch gefunden, das ich als Kind geschrieben habe. Das war vor 3 Jahren, als ich an der Uni die Fachrichtung Übersetzung zu studieren. Meine Oma ist vor langer Zeit gestorben, aber ihre Hoffnung wurde wahr. Ihr Name war Nadezhda und das bedeutet auf Russisch Hoffnung. Ich glaube, hier waren auch Menschen, die sagten und vor allem hofften, dass sie erleben werden.
dass sie befreit oder freigelassen werden. Aber es gab auch viele, die konnten es nicht glauben, dass die Zeit im Konzentrationslager hier ein Ende nehmen würde. Aber am 29. April 1945 ist das Konzentrationslager Dachau und auch dieser SS-Schießplatz befreit worden. Die Hoffnung von so vielen Häftlingen wurde wahr. Ich glaube, dass alle unsere Worte und Hoffnungen wahr werden können, wenn wir es wirklich wollen. Wahr werden können, wenn wir auch etwas für diese Hoffnungen, für unsere Hoffnungen tun. Uns dafür engagieren. Dazu gehört auch die Erinnerung, dass so etwas wie im KZ Dachau nie wieder geschieht. Ich möchte, dass alle Menschen sich immer an die Opfer des nationalsozialistischen Regimes erinnern. Ich sage es laut, sodass es alle hören. Ich erinnere mich und werde mich immer erinnern. Я помню и всегда буду помнить. Ganz herzlichen Dank, Anastasia Latova. In unserer Einladung zu dieser Feier steht seit nunmehr, glaube ich, 2 oder vielleicht schon 3 Jahren als letzter Spiegelstrich immer noch bei den Referentinnen und Referenten, wenn möglich, Doppelpunkt, ein ehemaliger sowjetischer Dachau-Häftling. Es ist in diesem Jahr leider gar nicht mehr möglich gewesen. Der Förderverein für internationale Jugendbegegnungen und Gedenkstättenarbeit in Dachau ist ja seit langer, langer Zeit immer bemüht gewesen und hat sich bemüht, auch zum Aufrechterhalten jeder Erinnerung Menschen, die das selbst erleiden mussten und es überlebt hatten, aus verschiedenen Ländern einzuladen, unter anderem also auch aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Und sehr lange ist noch ein größerer Teil noch der Überlebenden in der Lage gewesen, hier teilzunehmen, bei der Befreiungsfeier des Konzentrationslagers Dachau und eben dann auch hier in Ebertshausen. Es ist leider so, dass natürlich die Zeitzeugen immer weniger werden und gesundheitlich, wenn sie denn noch vorhanden sind, oft nicht in der Lage sind, zumindest solche weite Wege dann zu nehmen und daran teilzunehmen. Es ist uns leider diesmal nicht gelungen, das haben wir ja auch schon mal so gemacht, dann, dass irgendjemand von den Angehörigen, der vielleicht bei dieser Befreiungsfeier ist, dann noch einige Worte hier an uns richtet. Bitte? Dann möchte ich etwas sagen über meinen Großvater. Wollen Sie bitte schnell hierher? Noch so. Mein Name ist Annegret Liege, danke für das Gehör. Mein Großvater war Karl Liege, er hat bei der Widerstandsgruppe Wesseling in den Niederlanden mitgewirkt. Der Jupis Westerwil ist ja auch in Yad Vashem geerbt worden, einer unter den Gerechten der Völker. Mein Großvater ist mit 29 Jahren zunächst nach Südamerika gegangen, nach Antistra, da er die hiesigen Verhältnisse nicht ertragen wollte und ist dann über Nordamerika, über Beringsee, Russland zurückgekehrt. Er erzählte mir hier auch von dem Schießplatz in Herbertshausen. Er war hier nicht davon betroffen, weil er eine Doppelstaatsbürgerschaft hatte, Deutsch-Österreich, und hatte dann die deutsche Staatsbürgerschaft zurückgegeben. Und hatte mir aber auf seinem Sterbebett die Geschichte hier auch von Dachau erzählt. In Dachau, so habe ich ihn verstanden, war er nicht, aber im Außenlager Kaufering. Und er hat als Messner, hat er einige Stationen auch durchlebt. Und ja, ich fand seine Geschichte
hat mich sehr angesprochen und ich bin Gott dankbar, solch einen Großvater gehabt zu haben. Herzlichen Dank für diesen spontanen Beitrag. Und damit, glaube ich, können wir heute diese Veranstaltung, die ja doch bei etwas widrigeren Wetterbedingungen stattfand, die mir aber dennoch sehr rund und gelungen erscheint, abschließen. Es darf nochmal unser Posaunist bitte den Ton angeben.